Die Grimmer Hobbyschmiede endete mit einem Paukenschlag. Oder besser gesagt, mit einer großen Party. Zur Flötzinger Party wurde in die Pop-Up-Kneipe, dem Sonnendeck im ehemaligen Sonnenstudio in der Langen Straße geladen. Und die Offerte wurde gut angenommen. Im Rahmen des Innenstadtwettbewerbes Ab in die Mitte belegte die Stadt Grimma einen mit 20.000 Euro dotierten zweiten Platz. Das Konzept sah vor, leerstehende Geschäfte anzumieten und kreativ zu nutzen. Dies wurde in den vergangenen Monaten erfolgreich umgesetzt. Vor allem die Idee der Pop-Up-Kneipe sorgte für viel Bewegung in der Grimmer Innenstadt. Neben weiteren Angeboten zog vor allem diese Nutzung der leeren Räumlichkeit Menschen in die Stadt. Diese Idee stammt von einer engagierten Herrenrunde, die sich für den Sommer eine besondere Aufgabe herausgesucht hat. In Eigenregie und Eigenleistung wurde gewerkelt und gebastelt, geordert und geplant und geprobt. Aller guten Dinge sind drei. Und so wurde am dritten Abend dieser Kneipenreihe ein ganz besonderes Programm geboten. Zur Flötzinger Party in Anlehnung an die Kultfilme der Eberhofer Krimis wurde dem Sonnenstudio ein ganz besonderes Gewand verpasst. Passend dazu überwachte der Eberhofer höchstpersönlich das gesamte Geschehen hinter der Bar. Mit von der Partie natürlich auch der Flötzinger, der dorfeigene Gas- und Heizungspfuscher, auch bekannt für seine einmaligen Flirttipps und musikalischen Einlagen. Bei eben diesen konnte er auch nicht mehr stillstehen, wenn auch der Ruhm anderen gebührt. Eine in Grimma aufsteigende Boyband, die schon bei einigen Veranstaltungen für Furore gesorgt hat, übernahm das musikalische Programm. Die Grimma Schmerzbuben sorgten für viel Unterhaltung und auch einen Grund zum Trinken. Passend zur Flötzinger Party wurde namentlich gleiches Bier direkt aus dem Brauort Rosenheim angeliefert und für den guten Zweck verzehrt. Der Lions Club Grimma sammelte gemeinsam mit der Stadt Grimma sowie der Freien Wählergemeinschaft an allen Abenden dieser Kneipenrunde für den guten Zweck. Da packte auch der Oberbürgermeister, der an diesem Abend seinen Amtssitz in den Spielort der Filme verlegte, als fleißige Spülkraft mit an. Für die Fahrradausbildung an Grundschulen wurde gesammelt. Mit den Einnahmen soll ein Verkehrsübungsplatz am Teletabiland ertüchtigt werden. Kurz vor 24 Uhr waren bereits 8 Fässer leer, Gastwirte, Musiker und Spülkraft blieben aber weiterhin gut gelaunt und motiviert bei der Arbeit. In deinen Mauern war ich einst zu Hause, Albany, Schloss meine Väter. Nicht nur innerhalb des Sonnendecks wurde musikalisch performt, auch außerhalb gaben die Stars ihr Bestes. Mit freundlicher und tänzerischer Unterstützung des Muldental-Faschingsclubs. Hast du noch immer nicht kapiert, dass es mich gar nicht interessiert, wenn du auch nur ein Wort verliebst? Denn was du redest, hörst nur du. Und ich mach die Augen zu. Und ich träume, du wirst nicht da. Und dieser Traum ist wunderbar, denn ich weiß, Träume werden wahr. Ich hab dir. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt und dessen Ermöglichung eine Fortführung wünscht. Innenstadtkoordinator Julius Görner zieht ein positives Fazit für die Grimmer Hobbyschmiede. Der Kontakt zu den Mitwirkenden lief gut, was wiederum zeigt, dass der Bedarf, sich mit Ideen und Projekten anzusiedeln und die Innenstadt zu beleben, da ist. Durch eine weitere Fördermöglichkeit im Rahmen des Vitalen Trios soll auch im kommenden Jahr die Möglichkeit bestehen, leerstehende Räumlichkeiten für Ideen und Projekte mit dem Ziel einer langfristigen Nachnutzung zu mieten. Die Grimmer Schmerzbuben sind schon jetzt dafür bereit, wieder für Stimmung in der Altstadt zu sorgen, geben ihr Können bis dahin, aber auch bei weiteren Festivitäten zum Besten.